Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Nordfriesischen Marsch. Wir arbeiten aktuell an der Wiese und fliegen die um. Dann wollen wir noch mit der Aussaat beginnen, Gras, aber aktuell muss er noch fertig werden. Der Bruder hat uns zu wenig eingeladen. Gucken. Fährt nicht schnell. Dann lass ich mal warten. Wenn er nur 1000 auflädt, dann fährt er Ewigkeiten. Das kostet denn der Sprit also ein Namas. So. Schauen wir mal. Was richtig macht. Was erwartet? Er muss mich warten. Voll werden. Eine volle Fahrt bringt man ein. 3% zu wenig. Das zieht er mit 50 km/h durch, ne? Auch in der Kurve. So, aufpassen. Mir gedacht. Das ist hier blöd, aber mal schauen, wie ich das besser kriege. Runde schlecht, nur halbe Fuhre und halbe Fuhre ist gut. 2% ist ja nichts. Das sollen wir allein machen normalerweise. Wir werden auch die Milch verkaufen. Mal schauen, wer den besten Preis zahlt. Dachrinne dran lassen, ne? Denn jetzt haben wir mehr Kühe, heißt noch mehr Milch. Stückchen nach vorne fahren. Ja, und mehr haben wir leider nicht. Gut. Schauen wir nach der Milch, was die so bringt. Bäcke. Bäcker ist gut. Kuchen. Hier die Kurve nehmen. Gras können wir noch nehmen für die Kühe. Die Wiese wollen wir noch mit den Reifen. Vielleicht kommt doch noch die andere dazu. Der Stauffahrer ist auch.
er das jetzt mal besser macht. Mehr denkt man nicht. Ob wir richtig fahren? Kann sein. Da kommt er. Weg. Der kennt auch keine Freunde. Muss man sich bald hier in der Nähe so ein Feld kaufen und dann mit Mais verknallen. Das ist immer eine Aufgabe für die Zukunft. Geld werden wir nicht kriegen, aber wissen wird schon wer. Holz können wir machen. Holz wäre noch wirklich kein richtig massiv Holz. Noch ein Stück frei machen. Wieder aufforsten können, dann können wir auch wieder Holz machen. Zur Zeit. Jetzt wird man auch wieder arbeiten. Haben wir noch nicht reif? Ah, da bin ich nochmal aufgeladen. Nee, 5%. Geld gibt es ja schon. Auch wenn es nicht viel ist. Ja, man freut sich. Immerhin. Ja. Reif ist von nicht. Mal warten wir zurück. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Oder Samstag, eher Samstag. Schönen Samstag, genau. Oh, jetzt hier, einfach hier, ja. Das war Verkehr für das Fahrer. Fahrt mal über Bahnhof, ne? Kann man ja aber machen. Wie das so weh, das ist schön. Heftig. Aber schön noch mal nicht so oft. Einmalig. Okay, dann. Ja, das ist natürlich Proband, das ist ein Witz. Ja, ja, auf dem Tankfeld, das ist so. Ja, da kostet wieder mehr als ein Strohverkauf hier. Hier, ja, da ist auch schon bald fertig. Da muss ich jetzt mal gucken, dass er wieder eingreift. Ich stelle mal hier vorne ab. Der ist fast fertig. Warum hält er nicht an?
km/h, die Kurve mag er nicht. Die hat nicht anhält. Der hat noch nicht mal einen Fa oh, ach nee. Ja. Nicht so schön, ne? Geht doch nicht. Bisschen genauer. Zurück. Oh Mann. Warum? Überführung. So. Neuer Versuch, einen anderen Kurs oder andere auch geht. Normalerweise. Muss ich aber so fahren, dass ich fahren kann, wie eingefahren. Das heißt, bei einigen Strecken bremsen, im anderen Teil bremsen. Sonst fährt er mir im Graben. Das wollen wir nicht. So schlecht raus. Gas. Dann gibt es Stoff. Kann auch die Silage zum Hochsilo fahren. Noch nicht mit dem kleinen Dings da. Verkaufen. Das macht er ja richtig. Luxus können wir nicht leisten. So, wieder Vollgas. Später vielleicht mal. Aber das ist ja egal, da kann einer fahren, ne? Immer eben weg. Kann auch einen Traktor fahren. Muss ich auch mal aufpassen. Wenn wir so fahren lassen wollen wie
Original, dann müssen wir halt ein bisschen den Koop mit Gefühl arbeiten. Sonst kippt er im Extremfall um. Parken, dann haben wir besser Karten. So, Stroh. Jetzt macht es richtig. Frage ist nur, ob er das richtig immer richtig macht. So, und liebe Freunde der Landschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like. Sagt mal Danke. Natürlich war auch ein Abo. Ganz schön, interessant. Für mich jedenfalls. Es stehen keine Kosten für euch. Ein kleiner Klick mit großen Auswirkungen. Vielleicht später mal. Aber aktuell. So gesehen für mich auch nicht. Nur das halt zu sehen ist, aha, hat sich gelohnt. Und seid mal Füße und Winke. Bis. Ich hoffe, zur nächsten Folge. Ciao.